Wir sind jetzt hier in Bottis Kräutergärtnerei Moll in Städten mit dem Daniel Bottlang. Und mich würde jetzt da mal interessieren, was macht ihr so in dieser Kräutergärtnerei? Also Kräuter. Wir haben uns spezialisiert auf Kräuter die letzten 7 Jahre. Und wir haben natürlich nach 7 Jahren schon ein sehr schönes Kräutersortiment. Also wir haben in der Saisonzeit weit über 300 verschiedene Kräuter. Und unser Thema ist dieses Jahr vor allem ein bisschen Kräuter rund um den Globus. Also wir haben Kräuter von Amerika, Südamerika, wir haben afrikanische Kräuter, asiatische Kräuter. Asiatische Kräuter immer mehr, weil wir haben immer mehr Asiaten, die bei uns, vor allem Thais, die Thai-Kräuter kaufen bei uns, weil es einfach immer schwieriger wird, die Ware frisch überzukaufen am Markt. Mehr als Kräuterbanausen würde jetzt mal wundern, was passiert im Winter mit diesen Kräutern? Müssen die geheizt werden oder wie funktioniert das genau? Wir haben verschiedene Gewächshäuser. Wir haben Plastiktunnel draussen, wo wir gewisse Sachen überwintern. Aber es ist natürlich schon so, dass im Winter durch gewisse oder die meisten Kräuter vom Wachstum her einen Stillstand haben. Und wir haben aber, man könnte fast sagen, so die gewissen Winterkräuter, die man auch im Winter sehr gut brauchen kann zum Kochen, die auch vom Aroma her natürlich immer noch ein sehr tolles Aroma haben. Und dann haben wir mehr die tropischen, asiatischen Kräuter, die wärmeliebenden Kräuter. Und da haben wir ein Treibhaus, das wir dann leicht heizen, damit wir die so überwintern können und im Frühling wieder als Mutterpflanze können brauchen, wo wir davon wieder Steckling nehmen und wieder vermehren können davon. Und was für Leute kommen denn bei euch einkaufen? Sind das entweder Privatleute, Restaurants oder Firmen? Ja, wir haben am Anfang, oder ich vor allem habe am Anfang gedacht, bin natürlich eben von der Gärtnerseite her, wir haben Migros-Ware verkauft, wir haben Gop, hat man Pflanzen verkauft, im Hornbach. Und ich habe gedacht, mal, das ist eine gute Sache, da können wir etwas verdienen, da müssen wir sofort reinsteigen. Aber ich habe schon nach einem Jahr gemerkt, wir haben ein Sortiment bekommen, wo ich einfach müssen sagen, das ist schade, das dürfen wir nicht mehr im Grosshandel absetzen. Spezielle Sachen, wo die Verkäuferinnen in einem Migros oder in einem Coop gar nicht haben können Auskunft geben und gar nicht gewusst haben, was sie überhaupt haben an Kräutchen. Wir haben dann darauf geschaut, dass wir vorwiegend den Privatverkauf pushen können und haben uns stark gemacht bei den Blumenbörsen. Das ist dort, wo Gärtner, Floristik, zum Teil auch Gastrobetriebe gehen einkaufen und ist eigentlich heute unser grosser Absatz. Was wir immer mehr haben, seit gut 3 Jahren, hat sich ein neuer Zweig aufgebaut und das ist der Gastrobetrieb. Also wir haben immer mehr Gastrobetriebe, die wirklich spezielle Kräuter suchen und die das bei uns wieder finden. Und wie seid ihr jetzt darauf gekommen, sich auf Kräuter zu spezialisieren? Kräuter? Ja, das ist ein bisschen eine Geschichte daraus entstanden. Ich war voll von dieser Art von Gärtnern. Ich habe einmal Gärtner gelernt, weil ich eben einen Naturberuf ausüben wollte. Und das hat sich in den letzten Jahren so stark verändert, dass wir Gärtner uns untereinander sogar manchmal gefragt haben, du bist Blumenmechaniker oder bist noch Gärtner? Und ich bin mir immer mehr als Blumenmechaniker vorgekommen. Also heute in einer Grossgärtnerei, da ist eigentlich zu 90% alles über den Computer gesteuert. Der Vorarbeiter läuft mit dem Laptop den ganzen Tag umeinander. Da wird über die Heizung, über das Abpacken, also Rolltisch, wo automatisch in Verpackungshallen fahren, die maschinell in Karton verpackt werden, wo alles wirklich gleich gross ist. Das war nicht mehr mein Gärtner. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, jetzt ist fertig, ich höre auf. Ich suche mir wieder etwas Natürliches, habe dann aber nichts Besseres gefunden. Und ich bin natürlich immer ein Gärtner gewesen und irgendwie sind wir dann so im letzten Moment auf diese Kräutergeschichte gestossen. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Sache, das machen wir.
da kann ich auch, oder da können wir wieder etwas Neues dazu lernen. Und es ist ein Nischenprodukt gewesen, wo wir natürlich auch von Anfang an gewusst haben, es wird nicht einfach sein. Aber durch das riesige Sortiment, das wir heute haben, haben wir doch wieder eine gute Voraussetzung, dass wir wieder einen guten Betrieb so können aufbauen. Und wie lange habt ihr euch jetzt schon auf Kräuter spezialisiert? Machen wir jetzt 7. Jahr. Also wir haben 5 Jahre reingesteckt, wirklich alles, was man hatte. Und das letzte Jahr haben wir wirklich gesehen, es geht. Wir haben wieder vorwärts gesehen, wir haben das Licht gesehen und wir sind auch wieder recht motiviert gewesen. Und jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, haben wir wirklich ein gutes Jahr gehabt, auch mit dem Privatverkauf. So, dass wir doch können sagen, jetzt die nächsten 2-3 Jahre sollten wir es wieder schaffen, dass wir wieder einen Betrieb haben, der auch rendiert, wo man auch in Zukunft kann drauf bauen. Und was sind das so für Leute von der Altersklasse her, die bei euch vorbeikommen als Privatkunden, entweder ältere oder entweder jüngere? Also am Anfang waren es mehr so die älteren Leute, die Kräutli auch noch gekannt haben, die Kräutli auch immer noch gebraucht haben in der Küche. Und die letzten 2-3 Jahre hat es eine sehr grosse Veränderung gegeben. Wir haben immer mehr junge Leute, wir haben auch Köche, die bei uns eben junge Köche, die sich bewegen, die spezielle Kräutli suchen. Und was sich vor allem verändert hat seit dem letzten Jahr, wir haben einen sehr grossen Trend auf die traditionellen Heilkräutli wieder. Und da sind wirklich zum Teil 17-, 18-jährige Jugendliche, die Kräutli suchen gegen Migräne, gegen Kopfweh oder die ein schwarzes Kräutli suchen oder die irgendwie gehört haben, du, mit der Maria-Distel, mit dem Samen, kann ich meine Leber reinigen. Also das ist ein sehr grosser Trend entstanden auf die traditionellen Heilkräuter, eben wie Maria Treben, wie Hildegard von Bingen. Pfarrer Künzi ist natürlich ein sehr grosses Thema, wie wir auch heute gehört haben von Robert Franz. Und Rudolf Steiner sind so ein bisschen von der anthroposophischen Seite her. Auch von dort her haben wir sehr viele Kunden, die wirklich die Kräutchen wieder suchen. Was denkt ihr, was ist der Grund, dass es jetzt auch für Jugendliche trendy ist, sich auf plötzlich wieder für Kräuter zu interessieren und sich mit dem zu beschäftigen? Ich denke, ein Punkt ist, dass eben auch sehr viele Jugendliche sehen, es ist nicht alles von morgen bis zum Abend oder für jedes Boboli gerade zum Doktor zu gehen und chemische Mittel oder Medikamente zu konsumieren. Und das ist ja das, was die meisten sagen. Du weißt, wenn du ein Kräutchen hast, wo mir etwas nützt, ich probiere es einmal. Und wenn es dann nichts bringt, dann kann ich dann immer noch zum Arzt gehen. Also das ist ein sehr grosses Umdenken. Und eben auch bei den Jugendlichen heute. Es wird nicht mehr alles akzeptiert, sehe ich, was man vorschreiben will oder was man dann einfach vor die Nase hat. Die Leute werden wieder mehr selbstständig und kommen dann so wieder auf Naturretour. Du hast vorher erwähnt, dass seit ungefähr 2 Jahren die Jugendlichen sich wieder interessieren für das Kräuterwissen. Ist das erst so dann aufgekommen, als ihr habt angefangen mit euren Kräutergärten, oder ist es schon vorher ein Trend gewesen? Ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Eben, wir haben wirklich 5 Jahre Arbeit geleistet, damit uns die Leute kennengelernt haben, damit überhaupt die Nischenprodukte Kräutli wieder unter die Leute gekommen ist. Für uns ist es hier im Betrieb so, dass man wirklich die letzten 2 Jahre eine Kehrt erlebt hat, dass wir wirklich sehr viele junge Leute haben, die gewisse Kräutchen, also eben nicht nur Heilkräutchen, natürlich auch Küchenkräuter suchen, wo einmal ein Küchenkräutchen suchen, wo einmal etwas anderes im Maul spürst. Eben sagen wir ein Prickelkraut, das dann prickelt, wenn man sie im Maul hat wie ein Sticky und nachher betäubend scharf ist, wie wenn man beim Zahnarzt wäre und links und rechts eine Spritze hätte. Ja, das ist das, was ich jetzt hier bei uns vorwiegend natürlich im Betrieb erlebt habe.
Wie viele Kräuter habt ihr hier in der Kräutergärtnerei? Das hat jetzt von Jahr zu Jahr zugenommen. Wir haben dieses Jahr in der Saisonzeit über 300 verschiedene Kräuter gehabt. Aber ich muss da dazu sagen, eben, wir haben schon über 50 verschiedene Münzensorten. Also da haben wir einen Tunnel voll, wo wir wirklich nur Fruchtmünzen haben. Über Ananasmünzen, Feigenmünzen, Orangenmünzen, Äpfelmünzen, Zitronenmünzen, Erdbeerenmünzen. Also da gibt es einiges, auch Bananenmünzen gibt es, die dort drunter geht. Und ja, durch das haben wir natürlich schon nur dort 50 verschiedene Kräuter. Wir haben über 20 verschiedene Rosmarinen, wo wirklich jeder ganz speziell ist, von einer Pinienrosmarin, wo wirklich den Pinienaroma-Geruch hat. Dann haben wir einen ganz speziellen französischen Rosmarin, wo ein tolles Bouquet hat mit einem feinen Limonenaroma drin. Ich denke zum Beispiel auch an Mallorca Pink, hat ein sehr schönes pinkiges Blümchen, hat ein deftiges Rosmarinaroma und da haben wir gegen die 20 verschiedene Salbeien, sicher über 20, 25 verschiedene Thymianen, also auch Thymianen, da gibt es eine Kaskadenthymianen, Lavendelthymianen, Oregano-Thymian, da haben wir einen französischen Thymian, einen portugiesischen Thymian, deutschen Thymian, da haben wir Orangen-Thymian, Winter-Thymian, Sommer-Thymian, unser Zwerg-Thymian. Und auch dort, jeder ist wirklich ganz, ganz verschieden. Und hat man für, oder kann man auch für ganz spezielle Sachen, der eignet sich für eine Tinktur mehr ein Winter-Thymian, weil er schon ein bisschen auch sehr herb und sehr stark im Aroma ist. Also die meisten sagen, ja, der schmeckt schon nach Medikament. Wenn man in die Küche geht, haben wir zwei ganz grosse Favoriten. Das ist unser Orangenthymian und der Zwergthymian, wo auch beide ganz speziell gut im Aroma sind, deftige Aroma haben. Und ja, so haben wir um die 20 verschiedene Basilikum in der Saisonzeit. Eben, da gibt es natürlich asiatische Basilikum, da haben wir einen Menglak, wir haben hier einen roten Krapau, einen weißen Pfeffergrapau, wir haben einen Horapa-Thai-Basilikum, wir haben einen vietnamesischen Basilikum, wir haben einen indischen Basilikum, den Heilig-Basilikum, den Tulsi, wir haben zwei afrikanische Busch-Basilikum, wir haben einen griechischen Basilikum, einen Mascherico, das ist ein portugiesischer Basilikum, wir haben einen französischen Basilikum. Also auch hier gibt es eine riesige Palette und jeder ist ganz etwas Spezielles von diesen vielen verschiedenen Basilikum. Und haben dieses Jahr ein Sortiment, ein sehr grosses Sortiment jetzt aufgebaut mit diesen traditionellen Heilkräutchen. Also wir haben dort so 70, 80 verschiedene Heilkräutchen wieder im Sortiment und werden natürlich, ja, ich muss sagen, unser Sortiment wächst mit dem Kunden. Der Kunde kommt und sucht nach einem Migränekräutchen oder sucht nach einem Malariakraut. Und dann gehe ich schauen, wo finde ich das. Und ist natürlich auch für mich nicht immer sehr einfach, dann das spezielle Kräutchen suchen. Aber ich habe in der Zwischenzeit so meine Connection, meinen Kreis aufgebaut und es geht immer schneller, bis ich irgendetwas Spezielles finde. Wie ist das jetzt, wenn jemand Interesse hat an diesen Kräutchen für die Küche oder auch für irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden und da Kräutchen möchte ich daheim haben, könnte er hierher kommen und sich hier von dir beraten, welches Kräutchen das für was gut ist, zum Beispiel etwas für Migräne oder so. Oder sollte er da schon eigenes Vorwissen haben und dann hier kommen? Also es hat heute sehr viele Leute, die natürlich ganz gezielt mit einer Liste kommen, die es aus dem Maria Treben-Buch oder von der Hildegard von Bingen aus einem Buch herausgeschrieben haben. Und dann wirklich sagen, du, ich will das, 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 das. Und dann gehen sie wieder. Dann haben wir natürlich auch Kunden, die kommen und sagen, du, ich habe gehört, du hast ein grosses Wissen über die Kräuter. Ich habe immer Bauchweh. Was kannst du mir empfehlen? Dann muss ich sagen, empfehlen kann ich niemandem etwas. Ich bin kein Arzt, aber ich kann dir sagen, was in gewissen Literatur steht. Was in Hildegard von Bingen zum Beispiel, ein Wermut, gebraucht hat gegen Bauchweh oder Pfarrer Künzi oder
einfach, was man im Altertum her als Anwendung gehabt für die Kräutchen. Und ich denke, man soll sich auch selber Erkundungen schlau machen, dass man auch eine gewisse eigene Verantwortung dann selber für sich übernehmen kann und nicht einfach auf Leute hören, die einem etwas aufschnorren. Und ja, ich denke, das ist auch wichtig. Wenn sich jetzt jemand für Kräuter interessiert und anstatt Weihnachtsbaum oder Weihnachtsstern auch ein paar Kräutchen in der Stube über den Winter haben, was würdet ihr da empfehlen, was man im Winter auch drinnen kann haben an Kräutchen? Also ich denke, wir müssen das erste Mal sehen, dass ein Kräutchen umso mehr UV-Licht und Sonne, dass es aufnehmen kann, umso mehr Wirkstoff kann, und bessere Wirkstoff und auch Duft ist ein reines Produkt vom UV-Licht. Und das Kräutchen, ich sage den Kunden, hört, ein Kräutchen gehört in die Küche oder irgendwie auf eine Küchenbank, weil wenn ihr am Kochen sind, dann müsst ihr nicht die Hinterstecke hindern. Springen, die man sowieso nicht macht, weil bis ein Retto kommt, ist alles verbrannt und dann könnt ihr wieder vorne anfangen. So zwei, drei Wochen kann man ein Kräutchen gut in der Küche haben. Dann ist es meistens auch zusammengeschnitten, man hat es gebraucht und dann wieder raus an die Sonne, dass sich das Kräutchen wieder erholen kann, dass wieder die tollen Düfte entwickeln kann. Und wenn es wieder nach ist, kann man es wieder in die Küche reinnehmen. Wir haben aber auch, das muss ich sagen, ein bisschen, was ich immer mehr sehe, wir haben immer mehr Kunden, die kommen alle zwei, drei Wochen, kaufen einen tollen Rosmarin, kaufen einen guten Salbei, einen Oregano und habe sogar einen Kunden, der geht heim, stellt sich Kühlschrank hier, damit er es nicht noch gießen muss. Und nach zwei, drei Wochen sind die Kräuter zusammengeschnitten und dann können wir die neuen holen. Und gibt es dann auch Kräuter, die man sogar im Winter auch draussen sein kann, also sie draussen überwintern? Ja, das sind natürlich vor allem die mediterranen Kräuter, sind da sehr gut geeignet. Da hat es Rosmarine, Thymianen, Salbei, Oregano. Das sind schon so die Winterkräuter, die man im Winter sehr gut brauchen kann, die man, wenn es zurückgeschnitten sind. Wenn man es braucht, kann man sie in den Garten raus wieder setzen oder eben gerade integrieren im Gemüsegarten. Finde ich sehr, sehr positiv, weil Salbei im Gemüsegarten hält gewisse Insekten ab. Oregano kann im Boden gewisse Stoffe umwandeln, wo wieder besser pflanzenaufnahmefähiger ist für gewisse Gemüsesachen, die man im Garten hat. Und da kann man also sehr gut so seinen Gemüsegarten veredeln. Und wie ist das für Leute, die gerne draussen Kräuter anpflanzen wollen, sei es in einem Garten oder auf dem Balkon? Wann ist dort die richtige Zeit für die rauszusetzen? Sobald man den Frühling merkt, die ersten deftigen Sonnenstrahlen kommen und dann sind wir meistens auch so weit da. Wir haben so ab Anfang Mai meistens wieder das volle Sortiment, weil am Muttertag machen wir Tag der offenen Tür oder haben wir Tag der offenen Tür hier bei uns in der Gärtnerei. Und dann lege ich natürlich sehr viel Wert darauf, dass wir wirklich, oder dass unsere Kunden dann wirklich vom vollen Sortiment schöpfen können. Also eben, wenn man den Frühling spürt, dann ist auch wieder Kräutchenzeit. Wir haben heute Abend viel gehört von Robert Franz, von zum Beispiel Ernährungsergänzungsmittel. Auf was setzt ihr da mehr? Entweder auf Ernährungsergänzungsmittel oder auf Kräuter? Also ich denke, es ist sicher natürlicher, wenn man direkt Kräuter brauchen kann. Aber ich sehe doch auch die Bequemlichkeit, die heute vorhanden ist. Tendiert natürlich schon so, dass immer noch Haufen Leute auf Vitaminprodukte retourgreifen. Und ich denke, eine gewisse Kombination ist im heutigen Zeitpunkt her sicher optimal. Aber ich sehe auch, es gibt immer mehr Kunden, die dann einfach Kräuter kaufen, weil sie ihr eigenes Produkt wieder herstellen wollen, ihr eigenes Vitaminprodukt. Und ich sage, Kräuter soll vorwiegend etwas sein, das man in der Küche wieder integriert als vorbeugend
Also nicht unbedingt als Heilmittel in dem Sinne, eben, dass man wieder eine vorbeugende Küche hat, wo man kann sagen, wir haben wieder genug Vitamine, wieder genug Mineralstoffe durch unser Essen, das wir aufnehmen, dass wir gar nicht dazu kommen, krank zu werden. Könnt ihr dir jetzt auch noch kurz einen Tipp geben, was jetzt durch den Winter durch ein gutes Kraut wäre, für gesunden Winter zu bestehen? Also da können wir Thymian nehmen. Man kann einen Thymiansirup machen oder einen Thymian-Tee. Gerade wenn man verkältet ist oder verstopft ist, ist das sehr gut. Leute, die Probleme haben, wirklich die Nase und die ganze Schleimhäute alles verstopft haben, könnte ich empfehlen, sie sollen mal an einem Katzenkamander, an einem Teukrium, schmecken. Das ist etwas, wo sofort alles auftut, wo ja, also ich habe Kunden, die können kaum reden, die da bei uns im Winter in die Gärtnerei kommen. Und wenn sie 3-4 Mal deftig daran geschmeckt haben, geht es 3-4 Minuten. Und es fällt bereits alles an zu laufen. Ich denke auch, ein Rosmarin ist für den Winter ein sehr gutes Kräutchen. Ob man es in der Küche braucht oder ob man dann auch mal halt einen Busch Rosmarin schneidet und mit in die Badwanne nimmt. Es erwärmt, ist gut für den Blutkreislauf, also es bringt Wärme. Und Salbei ist auch immer wieder ein gutes Winterkräutchen. Also eben gerade wenn man verkältet ist, gibt es doch sehr viele Leute, die wieder zurückgreifen auf einen Salbei-Tee. Tut auch gut desinfizieren im Maul. Und von dem her sicher sehr gut unterstützen, gerade im Winter, einmal einen Salbei-Tee zu trinken. Ja. Gibt es jetzt noch etwas, das ich vergessen habe zu fragen, das euch noch wichtig wäre, dass das die Leute wissen? Wir haben so viele Kräutchen, es wäre so viel wichtig für unsere Kunden zu wissen. Ich denke, kommt zu uns in die Gärtnerei. Wir haben sehr viele Flyer, die ich den Winter durch immer wieder schreibe über das neue Sortiment. Und dort könnt ihr euch erkundigen, also wenn ihr wollt wissen, für was dass ihr ein Salbei brauchen könnt. Ich mache dann auch immer so ein Zusammenfassungen, was man machen kann in der Küche, wo man sehr viele Tipps immer wieder von der Gastronomie-Retour bekommt, die ich dann immer wieder im Winter integriere und die Flyer so erneuere. Ich schreibe immer ein bisschen etwas über Heilwirkungen. Also eben, dann haben wir einen Absatz getroffen, wie es die Hildegard von Bingen braucht oder gebraucht hat, was der Pfarrer Kühnzi wie es der Pfarrer Kühnzi braucht oder was er empfehlen tut. Dann gibt es ein sehr interessantes Buch von Willi Schröder, das ist Pflanzengeheimnisse, The Secrets of the Plants. Und dort hat es auch immer sehr gute Hinweise, was früher mit gewissen Pflanzen gemacht worden ist. Und wenn ich dort etwas Interessantes finde, tut man natürlich auch das in die Flyer einbauen. Weiters kann man natürlich sich auch vorinformieren, wenn man bei uns auf die Homepage geht. Im Shop habe ich schon sehr viele Flyer drin, die man herunterladen kann und sich so schon vorinformieren kann. Und so haben wir auch immer, also dieses Jahr, sehr viele Kunden gehabt, die wirklich bei uns auf der Homepage Flyer runtergeladen haben und ich gesehen habe, wie sie es mit dem Leuchtstift angestrichen haben und dann gekommen sind und gesagt, du lass, das Kräutchen muss ich haben, das muss ich haben. Ja. Ihr habt da vorher auch von Gastrobetrieben geredet. Sind da drunter auch bekanntere Restaurants, die ihr beliefert im Verlauf des Jahres? Ja, wir haben natürlich über Blumenbörsen auch schon das Boudelac beliefert, grosse Hotel. Wir haben vor allem hier aus der Umgebung, aus dem Kanton Aargau, sehr viele Gastbetriebe. Vor allem die GZ-Gastbetriebe. Da haben wir ganz tolle darunter, die wirklich sehr, sehr kreativ mit unseren Kräutern umgehen. Die auch mit den Lehrlingen hierher kommen, in der Kräutertour buchen bei uns. Also ich denke an einen Gasthof Bären in Birmisdorf, wo wahnsinnig viele Kräuter zum Kochen braucht heute. Also als Deko auch ganz tolle neue Menü kreiert mit unseren Kräutern. Oder ein Ochsen in Lenzburg,
wo auch zum Beispiel auch mit den Stiften zu uns gekommen sind, wo die Stifte eine Kräuterführung bekommen haben von mir, oder ein Hirsche in Erlinsbach, wo auch fantastisch umgeht mit unseren Kräutern in der Küche. Also, merci vielmals. Ich sehe, wir könnten da jetzt noch stundenlang über das Thema diskutieren. Aber vielleicht wiederholen wir so ein Interview schon gleich mal wieder und ich bedanke mich herzlich.